Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte mit euch heute einen Rock nähen, und zwar mein Schnittmuster Skirt Me. Skirt Me ist ein Schnittmuster für dehnbare Materialien und in den Größen 34 bis 48 verfügbar. Als Material eignet sich zum Beispiel perfekt Jersey, Modal oder Sweat. Ihr braucht zusätzlich Gummiband für den Bund und eventuell Framilon für das Raffen der Rockteile. Der Schnitt enthält keine Nahtzugabe. Und dann geht's auch schon los. Ihr braucht folgende Schnittteile: einmal das vordere Rockteil, das hintere Rockteil, und natürlich den vorderen und hinteren Bund. Erstes werden beide Rockteile so weit gerafft, dass sie an den jeweiligen Bund passen. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, und ich zeige euch jetzt mal zwei davon. Bei der ersten Variante raffst du den Stoff mit Hilfe eines Fadens, der oben an den Rand des Rockteils eingenäht wird. Und nimm dazu bitte einen ganz, ganz weiten Geradstich bei deiner Maschine. Und dann näh einmal oben lang. Wenn du ganz sicher sein willst oder etwas stabilere Stoffe hast, dann kannst du auch noch einen parallelen Faden einnähen. Ich habe jetzt hier mal die Variante mit den zwei Fäden gewählt. Es ist wirklich ein bisschen einfacher, dann das Ganze gleichmäßig zu raffen. Jetzt nimmst du entweder die beiden Fäden oben oder die beiden unteren Fäden und hältst sie fest und raffst den Stoff eben entlang der Fäden. Sollte jetzt nach dem Raffen natürlich die gleiche Breite wie der Bund haben, und der Vorteil bei der Variante mit dem Faden ist, dass ihr eben kein weiteres Zubehör braucht. Jetzt wird der Bund rechts auf das Rockteil gelegt und beide Schnittteile oben an der Kante zusammengenäht. Es kann natürlich sein, dass die Hilfsfäden nach dem Zusammennähen noch ein bisschen zu sehen sind. Ihr könnt die aber jetzt ganz einfach entfernen. Variante ist das Raffen mit der Overlock, und ihr habt an der Overlock den Differentialtransport, der ist bei N in der Normalstellung, und wenn ihr den ein bisschen höher stellt, dann wird der Stoff beim Transportieren gerafft.
Diese Methode geht natürlich ein bisschen schneller als die Methode mit dem Faden. Wichtig ist aber, dass ihr dann vorher guckt, ob das vom Grad der Raffung eben auch reicht oder dass auf jeden Fall die Maschine dann auch so eingestellt ist, dass eben genau so viel gerafft wird, dass dann die Rockweite auch an den Bund passt. Des Gummis in den Bund oben gibt es zwei Varianten. Einmal die ordentliche, indem ihr erst beide Rockteile zusammennäht und dann oben den Gummi einsetzt. Und ich mache ja immer die schnelle Variante, das heißt, ich schließe erstmal eine Seitennaht und nähe dann den Gummi oben ein und mache dann die zweite Seitennaht zu. Ich habe jetzt hier die beiden Rockteile an einer Seite zusammengenäht und die obere Kante versäubert. Ich nutze ja gerne die breiten Gummibänder für den Bund und habe jetzt hier mal geguckt, wie weit ich den Bund umschlagen muss, damit das Gummiband reinpasst. Hier ist jetzt der Gummi schon eingezogen in den Tunnel. Ich habe vorher natürlich geguckt, wie weit er oder wie lang er sein muss, damit er bequem sitzt. Dann habe ich ihn mit zwei Nadeln fixiert und lege jetzt die Rockteile wieder gut aufeinander. Guck auch, dass die Kanten sich unten treffen und natürlich auch die Naht, wo Bund und Rockteil zusammenkommen, gut aufeinander liegen. Und dann wird die Seite noch zugenäht. Die zweite Variante ist die etwas sauberer und ordentlichere und die zeige ich euch jetzt mal unten an der Naht vom Rock. Ihr näht quasi erst beide Rockteile zusammen und schaut dann natürlich auch, wie breit der Umschlag sein muss, damit der Gummi gut reinpasst und näht jetzt zuerst den Tunnel einmal ringsum am oberen Rand des Rockes. Wichtig ist, dass ihr euch dann so 2-3 cm vom Bund offen lasst, damit ihr den Gummi einziehen könnt und dass dann eben, nachdem der Gummi eingezogen ist, dann zunäht. So, ganz zum Schluss wird der Rock jetzt noch gesäumt. Ich habe die untere Kante mit der Overlock versäubert und jetzt wird sie einmal umgeschlagen nach innen. Und dann wird die Kante festgenäht. Euer Skirt Me Rock. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Tragen und verlinkt mich bitte, wenn ihr eure Röcke zeigt. Ich freue mich da immer sehr drüber. Ansonsten sehen wir uns ja vielleicht bei einem meiner nächsten Videos wieder. Tschüss!